Hallo, liebe Steinböcke, herzlich willkommen zu eurer Monatslegung für Februar 2024. Lasst uns hineinschauen in die Energien dieses sehr spannenden Monats. Geballte Wassermann-Energie. Ja, auch die schnell laufenden Planeten ziehen jetzt ein in den Wassermann, Merkur, Venus, Mars. Und ja, bringt das fürs Miteinander, für die persönliche Entwicklung, ja, so ein ganzes Stück weit Vorwärtsgang. Auch im Detail, nicht nur im großen Stil auf der Lebensreise, sondern auch in den einzelnen Erledigungen, die ihr zu tun habt oder ja, natürlich auch in Kontakten, in Beziehungen. Kommunikation spielt eine wichtige, inspirierende Rolle. Ja, schauen wir hinein, was für die Steinböcke an Botschaft hier zur Verfügung steht, an Überschrift. Und hier wollten zwei raus. Ihr seid die Einzigen, bei denen zwei Impulse raus wollten als Überschrift. Schauen wir gleich mal. Hier haben wir zum einen Adventures, die Abenteuer, Mehrzahl, Adventures und Change. Ja. Natürlich, kann sein, dass du bewusst auch, ja, Veränderungen vornimmst, ja, das natürlich auch sehr abenteuerlich ist, aber vieles vielleicht auch sehr unerwartet kommt und ein ganz großer, ja, Veränderungswelle so mit sich bringt, ne? Viel Umbruch. Also hier scheint viel Bewegung für euch hineinzukommen, viel Veränderung, viel Unerwartetes auch. Ne? Gilt es, sich darauf einzulassen? Ja, wir haben hier an der Unterseite übrigens das Stichwort Flow. Ja. Bleib damit im Fluss. Ja. Und Flow heißt auch, sich eben nicht in Widerstand zu begeben, ne, sondern sich einzulassen auf das, was da kommen möchte, was ich zeigen möchte. Braucht natürlich eine Menge auch an Mut und Vertrauen und Unerschütterlichkeit. Ja, in die eigene Kraft. Da hinein, dass es zum Guten ist, was da an Wandel passiert, was da an Unerwartetem kommt. Aber ja, es wird sich lohnen. Ne? Es verändert einfach auch Dinge, die eben veränderungswürdig sind, ja? Die einfach nicht wohltun, die schon lange angegangen werden wollten. Und ja, darfst du natürlich selber auch deinen Beitrag dazu leisten. Ne? Ja, dieses und jenes bewusst anzugehen oder dich eben dem zu öffnen, was sich zeigt an Wandel. Aber es macht das Leben bunter, vielleicht leichter, spannender. Ja, schauen wir noch weiter mit Lenormand und Tarot. Was zeigt sich hier noch? Auch an Lernaufgaben noch mal konkreter durch das Lenormand. Aber vorher nehmen wir noch das Tarot dazu. Ja, die Lernaufgabe für die Steinböcke im Februar. Sehr schön. Der Baum, das ist doch wundervoll. Genesung, Heilung, Stärkung, Wachstum. Ja. Das, worauf es sich gilt einzulassen, was an Unerwartetem kommt, was Wandel hineinbringt, das, was sich verändert, bringt gleichzeitig Stärkung und Genesung. Aber na, es gilt, sich darauf einzulassen. Es sind
mit dem Baum sind auch karmische Aufgaben verbunden, eben Karma hinsichtlich dessen, was du ja vielleicht von deiner Familie her aufgegeben bekommen hast, an Prägungen, vielleicht auch schon länger noch zurückliegend. Es sind Aufgaben, die ganz mit dir verbunden sind, die dir wohltun, die dich ganz zum Ausdruck bringen, dich auch ja, stabilisieren, ne? Stärker noch verwurzeln, ja, in Wachstum bringen. Es steht Wachstum an, ne? Gib dich hinein. Gib dich hinein, dann wird es einfach auch wirklich wunderbar. Ja, dir zur Stärkung und vielleicht auch Geheilung gereichen. Ne? Vielleicht tut auch eine Reise, ne? Ist auch eine Reise wichtig, ne? Sich in andere Gefilde hineinzubegeben, Tapetenwechsel, ne? Ortswechsel, vielleicht sogar Umzug, ne? Das kann auch sein, ne? Oder was weiß ich, Arbeitsplatzwechsel auch oder ja, Beziehungsveränderungen, ne, Dinge einmal anders anzugehen. Ist das wichtig, aber trotzdem, ne, für deine eigene Stärkung, für deine Heilung, für dein Wachstum. Ja, wenn wir Dinge immer wieder nur gleich machen, ja, nicht auch mal aus einer anderen Perspektive vielleicht betrachten. Ja, die Perspektive wechseln und vielleicht auch mal ein Stück herausheben, herausnehmen, um besser auf etwas schauen zu können. Dann kann sich schlecht irgendwas verändern. Ne? Und dann kommen wir vielleicht mit manchen Themen, die uns schon lange aufgegeben sind, nicht vorwärts. Ne? Aber ja, wie gesagt, der Flow bleibt da einfach auch im Flow, im Fluss. Ne? Lass dich von dem einfach auch wirklich herausfordern, was sich zeigt, was ansteht. Es wird zu deinem Wohl einfach auch sein, zu deiner Stärkung, zu deinem Wachstum. Ja, schauen wir hier. Ja, vielleicht sind es auch Herausforderungen im häuslichen Bereich, im körperlichen Bereich, Stichwort Genesung dann vielleicht auch, aber ja, im häuslichen Umfeld, deine Basis betreffend, deine Familie, dein Freundeskreis, dein Kollegium, dein Arbeitsplatz, ne, die hier nach Wandel bedürfen, des Wandels bedürfen, ja, und dann kommt auch noch der Turm, ne. Da passiert schon auch Erschütterndes, ne? Einerseits erschütternd, andererseits aber auch befreiend, ne? Da wird sich gelöst von, ja, auch vielleicht von häuslichen Prägungen, von alten Glaubenssätzen, von, ja, von Gewohntem, ne? Vielleicht auch Festgefahrenem. Das Haus hat die vier. Die Stabilität auf einer Seite, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben auch wirklich sehr starke Festgefahrenheit. Ne? Wenn du jetzt nicht gerade ein Haus auf Rädern hast, einen fahrbaren Untersatz, ne? Dann ja. Wirst du dich jetzt eher weniger dann bewegen oder ne? Vielleicht hängst du auch viel zu Hause fest. Ja, geh einfach mal raus auch, ne? Mach mal auch was anders. Brich aus dem Gewohnten aus, ne? Vielleicht wird das hier gerade sehr bewusst auch, ne? Ja, vielleicht auch durch Streitigkeiten, Auseinandersetzungen im Häuslichen, aber die sind wichtig und wohltuend, um in lebenswertere Umstände zu führen, um Heilung zu bringen. Das ist so ein bisschen auch mit angestoßen, ne, durch die göttliche geistige Welt. Aber wie gesagt, es ist einfach auch wichtig und wohltuend, ne?
das, was bisher gewesen ist, ne, ist nicht, deswegen nicht unwesentlich, unwichtig, aber aus den Steinen, Bausteinen, Lebensbausteinen, darf hier ein lebenswertes Gebäude gebaut werden. Ne? Eins mit Eingang, Ausgang, eins, was ansehnlicher ist, eins, was worin sich wohlfühlen lässt. Ne? Ja, vielleicht ne, auch verbunden mit körperlichem Wohlfühlen. Darfst du hier für dich selber auch etwas tun. Ne? Zum einen rausgehen, natürlich in die Natur, ja, aber natürlich auch in Bewegung kommen, ne? Gewohnheiten ändern. Ja, und dadurch auch ein ganzes Stück weit vielleicht Befreiung erfahren von, ja, vielleicht auch Ängsten, Sorgen. Schauen wir weiter. Ja, guck mal, da kommt Klarheit hinein, Wunscherfüllung, Heilung. Auch die Sterne stehen für Heilung. Aber ja, Heilung einfach auch die durch die göttliche geistige Welt mit initiiert ist. Ne? Sterne. Hier haben wir die 16, hier haben wir die 16. Vielleicht tun wirklich auch die Portaltage sehr gut für dich. Ne? Wir haben von 3. bis zum 12. eine 10er-Reihe von Portaltagen. Im März haben wir dann auch nochmal eine 10er-Reihe. Sehr intensive Energie, sehr wohltuend. Vielleicht ist Spiritualität im engeren Sinne tatsächlich auch. Ne? Also ne? Wie Kartenlegungen. Rituale, räuchern, reinigen, wichtig und wesentlich in dieser Zeit. Aber natürlich vielleicht auch Meditation, Gebet, ne? Dass du dich für die göttliche Führung öffnest, ne? Dich führen lässt hin zu Veränderungen. Es scheint Veränderung sehr nötig zu sein, ne? Veränderung im Glauben auch. Ja, darfst du der göttlichen geistigen Welt auch hier was zutrauen. Sie unterstützt dich, ne? Für deine Wünsche, ne? Um vielleicht auch in Entscheidungen zu kommen, zwei der Münzen, um in mehr Leichtigkeit, in Balance zu kommen, aber vielleicht auch Entscheidungen zu treffen, eben welches, welche Richtung soll es jetzt sein, ganz konkret, ja? Welches Angebot wählst du aus, welches Arbeitsangebot? Ja, wie gehst du vielleicht besser auch mit deinen Finanzen um? Ja, welches Beziehungsangebot wählst du einfach auch? Ne? Denn dieses ewige Hinjonglieren wird auf die Dauer wahrscheinlich nicht gut tun. Ne? Irgendwann kriegst du hier einen Drehwurm, verlierst die Balance. Ne? Hier gilt es, ja, ein Stück weit auch Stabilität hineinzubringen, ne? An der Entwicklung zu arbeiten. Hier haben wir die 4, hier haben wir die 5. Ne? Vielleicht darfst du hier auch noch ein ganzes Stück weit aufpassen mit Finanzen. Ja. Der finanziellen Stabilität. Aber auch hier kommt Mehrung hinein. Vielleicht auch Mehrung, ne, deiner eigenen Körperkräfte, der Gesundheit. Auch das, ne, haben wir ja hier natürlich mit dabei. Ja, da. Ja, schau einfach auch selber, was du dazu beitragen kannst. Ne? Ja, tu dir selber auch immer wieder Gutes. Ne? Genieße ja, eine gewisse Leichtigkeit. Genieß das Leben einfach auch. Ne? Arbeit, aber auch Feierabend. Ne? Anspannung wie auch Entspannung.
das darf in einem ausgewogenen Fluss sein, ja, in einem gesunden Verhältnis ist das wichtig, ne? Gerade auch um ja vielleicht einen Verlust an Energie anzugehen, ja, um dem Mangel und dem, was an dir nagt, zu begegnen. Ja, begegne dem. Geh den Mangel an. Ne? Das wird wichtig sein. Seien es Entscheidungen, die zu treffen sind. Ne? Seien es gesundheitliche Themen, vielleicht eine ausgewogene Work-Life-Balance. Ja, ein Stück weit mal auch rauszukommen, ne? Perspektive zu wechseln, Veränderungen anzugehen. Es ist wichtig. Denn ja, hier nagt schon etwas auch ganz schön sehr an dir. Ne? Wird dir hier auch klar, ne? Woran das liegt und darfst du das hier angehen. Ja, und ganz offen und ehrlich, selbstkritisch, ne? So wie der Ritter der Schwerter nun mal ist. Aber es wird auch wohltun. Ne? Es wird einfach auch ganz schnell einen Mangel beheben. Ja, kommt hier auch eine Menge Klarheit hinein, wie du, also kommen dir selber vielleicht einfach auch wunderbare Ideen, ne? Ja, in dir, ne? Können die aufsteigen. Das zeigen die Schwerter an, ne? Es ist, ist das Wassermann? Nee, das ist hier, der Ritter der Schwerter ist, ja, Zwillinge. Aber eben auch durch eben Kommunikation mit anderen, vielleicht Informationen, die du dir einholst, dass du Ideen bekommst, ja, wie du bestimmten Mangel angehst. Mangel an Gesundheit, Mangel an Zeit, Mangel an Geld, ja, Mangel an Balance in Beziehung, ja. Ja. Mach dich selber auch kundig. Die Maus, die sucht sich ihre Schlupflöcher, ne? Um an Nahrung zu kommen. Such du sie dir auch. Das ist so ein Stück weit auch eben Aufgabe, Herausforderung. Ja, guck mal. Hier haben wir die Liebenden. Ashikan. Ashikan. Die Liebenden. Herzensentscheidung. Stehen zu sich selber, selber in Balance kommen. Ne? Das ist die Ausgewogenheit von ja, männlicher und weiblicher Seite. Ne? Sich selber ganz annehmen, wie man ist. Ne? Und ja, dadurch kommt eine Menge Liebe für dich selber hinein, aber natürlich auch für die Dinge, die du tust und für die Menschen, denen du begegnest. Und ja, wenn du mit dir selber gut umgehst, ja, zieht es natürlich einfach auch dementsprechend an, ne? Ja, und wenn es hier vielleicht auch darum geht, jemandem eine Antwort zu geben, ne? Wie es im Miteinander weitergeht oder eine bessere Balance einfach auch zu finden, um damit ja, beide zufrieden sind. Ja, geht es einfach auch an. Ne? Es wird hier in eine ganz starke Liebesenergie auch im Miteinander führen. Ja, zeig dich, ne? Offen und ehrlich. Die Liebenden, da geht es auch darum, sich offen und ehrlich zu zeigen. Hier haben wir nicht die Nacktheit mit angezeigt, aber für gewöhnlich in den klassischen Darstellungen ist immer die Nacktheit mit ganz wesentlich. Ne? Denn ja, dann kann Liebe einfach auch fließen, ne? Wenn wir uns dem anderen ganz offen und ehrlich zeigen. Dann kann sich etwas auch entwickeln, verändern.
Vielleicht in Heilung kommen, tatsächlich. Ja. Ja, schauen wir, was haben wir hier an Liebesbotschaft? Und das kann auch erstmal eine Botschaft nur für dich selber sein, aber natürlich auch für Liebesbeziehungen und sonstige andere Beziehungen, Entwicklungen. Da haben wir, oh, romantische Liebe. Amors Pfeil hat getroffen. Ja, der schießt ja ganz schön stark. Kommt Liebe wieder hinein ins Miteinander oder zeigt sich, ja, hier eben auch Wunscherfüllung in der Liebe, aber zeigt sich auch eigenes Wohlergehen, Wohlfühlen in sich selber, ne? Zwischen männlicher und weiblicher Energie in dir. Romantik ist erst einmal ein Wohlgefühl, ne? Darfst du selber einfach auch zu deinem eigenen Wohlgefühl mit beitragen, zu deiner eigenen Genesung, vielleicht auch körperlichen Genesung, ne? Aber natürlich auch Genesung und heilvollen Entwicklung, ja, auf der Lebensreise, im Lebenswachstum. Steh zu dir selber, ne? Sag zu dir selber einfach auch ja, dann wird so vieles vielleicht auch in den Flow kommen. Ja, was haben wir hier noch als Transformationssymbol? Spezifisches Neutralisierungssymbol haben wir hier. Das hatten wir schon mal bei, ich weiß nicht mehr, Waage, Skorpion, bin mir nicht mehr sicher. Schaut da vielleicht mal hinein, vielleicht habt ihr da auch irgendwie Verbindung, vielleicht ne, hinsichtlich eines Gegenübers oder ja auch eigener Prägungen. Dieses Symbol dient der Neutralisierung des Symbols allgemeines Verbindungselement. Ich suche es gleich raus. Es sieht so aus hier, aber das lässt sich jetzt hier schlecht erkennen. Ich zeige es euch gleich in groß. Verspürst du Schwindel, Übelkeit oder ein generelles Unwohlsein? Ja, nachdem du das andere Symbol angewandt hast, eben das der allgemeinen Verbindung, ja, dann hebe dessen Wirkung mit diesem Zeichen. Hebe dessen Wirkung mit diesem Zeichen auf. Schwinge es dazu in deinen Körper ein und stell dir vor, wie es jede Zelle ausfüllt. Weise das Symbol an, nur so lange zu wirken, bis es seine Arbeit verrichtet hat. Ne? Also nur vorstellen, nicht irgendwie Wasser energetisieren damit, auch nicht auf den Körper aufmalen, sondern sich nur das Symbol auf den eigenen Körper vorstellen zur Neutralisierung. Ja. Neutralisierung eines Verbindungssymbols. Ja, hier haben wir das allgemeine Verbindungssymbol. Ja, und das ist eben stark auch dafür Verbindung hin zur Erde oder zum universellen Sein zu schaffen. Ne? Gerade wenn wir das auch in Meditation verwenden wollen oder brauchen, ne, die Verbundenheit hin zur göttlichen geistigen Welt. Ja, hier ist es, wie gesagt, der dreht sich so lange, bis es oder jongliert so lange, bis es schwindlig wird. Ne? Von daher ja, kann sein, dass diese Portaltage hier, diese 10er-Reihe von Portaltage, eine sehr intensive Energie für dich mit sich bringt. Die wird schon auch wichtig sein, ne, für das Lebenswachstum, ja, und auch bestimmte Veränderungen im Leben anzugehen. Aber ja, wenn du merkst, einfach, es tut dir nicht mehr wohl, ne, dann begib dich auch bewusst heraus. Genauso auch, wenn dir andere Energien nicht wohltun, ja, dann befreie dich davon. Nutze aber eben auch gern dann dieses Symbol der Neutralisierung. Ja, entkopple dich. Entkopple dich. Ja, gerade auch, ne, wenn es zu Hause vielleicht auch immer wieder Auseinandersetzungen gibt, ne, oder überhaupt eine Auseinandersetzung, die dich sehr beeindruckt, belastet,
ja, versuche erst einmal Distanz auch zu gewinnen und so ein Stück weit in Nüchternheit, Sachlichkeit zu kommen, ne? Ja, hier haben wir die blaue Farbe angezeigt, ne, die so ein bisschen klärt, abkühlt, neutralisiert eben und dann wieder auch gesprächsfähig macht, ja. Ja, schau einfach, ne, womit es dir nicht wohl geht, ne? Und tu dir selber einfach auch wohl es, indem du bewusst auch vielleicht ja, um Freiheit, ne, von bestimmten Verbindungen und Energien bittest. Ja, vielleicht auch so ein Stück weit, ne? Die göttliche geistige Welt hier und da bittest, ne, um Rücksicht. Das kann ja auch sein, ja. Gerade wenn hier eine sehr intensive Zeit gewesen ist. Ja, das braucht dann alles auch erstmal Zeit, um ja, sich zu stabilisieren, zu sacken. Kann auch sein, dass dich andere Sachen sehr beeindrucken, ne, dass ja, sehr überraschend plötzlich hier jemand zeigt in der Liebe oder ein neues Arbeitsangebot reinkommt oder wie auch immer. Ja, oder eben auch rausgeht, eine Arbeitsstelle, ne, hinfällig ist und du dann erstmal unsicher wirst, ne? Ja, dann bitte natürlich um Unterstützung, aber auch um Zeit, um ja, in Klarheit kommen zu können. Es wird dann schon Entscheidungsfähigkeit hineinkommen, ne? Aber es braucht einfach auch seine Zeit. Ja, ich wünsche euch eine gute Entwicklung und gute Erfahrungen mit diesen Energien. Ja, probiert diese Symbole gern auch aus. Ich habe es auch schon, nicht diese, aber andere Symbole ausprobiert. Das sind, ja, hat eine wunderbare Kraft und Energie. Dürfen wir gern nutzen, einfach auch als Werkzeuge. Ja, um uns auch Unterstützung geben zu lassen, ja. Neue Erfahrungen zu sammeln. Alles Liebe dafür und dann bis ganz bald. Eure Tara von Tarot Rainbow.